Glück auf. Viel auf. Okay. Kennt ihr euch ein bisschen mit Bergbau aus? Ja. Glück auf, sagt ihr das manchmal? Ja. Ihr könnt heute alle Stationen durchprobieren. Ihr könnt heute von jedem was mit nach Hause nehmen. Einmal entwickelt, siebenmal gebaut. Der Antrieb war unterschiedlich. Wir haben hier also zwei Wasserräder. Das ist nur ein Schutzhaus. Ja, ja, ja. Und zurück. Jetzt wird die Sicherung eingebaut, die beiden Stifte. Herr Ministerpräsident, Sie sind ja heute nun hier in der Region Freiberg. Wieso denn? Ich liebe das Erzgebirge und ich bin sehr dankbar, dass Sie alle aus der Region dieses Welterbe auf den Weg gebracht haben. Es macht unseren Freistaat reicher. Und was ich hier erlebt habe an Arbeit mit Kindern und Jugendlichen und diese Gemeinschaft von Jung und Alt, das ist wirklich sehr rührend und etwas ganz Besonderes. Wie wichtig ist denn das Welterbe, Welterbe zu leben, Welterbe erlebbar zu machen? Zunächst mal ist es unsere Geschichte. Ohne den Bergbau im Erzgebirge wäre Sachsen gar nichts geworden. Und deswegen daran zu erinnern ist wichtig, aber auch sich daran zu erinnern, wie viel Solidarität, wie viel Technologieoffenheit, wie viel kluge Gedanken hier der Grund waren, dass sich das entwickelt hat. Da können wir, glaube ich, auch in der heutigen Zeit noch eine ganze Menge lernen. Wir haben aber heute auch gehört, mit dem Welterbetitel steigt auf einmal der Tourismus. Die Menschen kommen, wollen das sehen und das ist natürlich ein großer Vorteil für die Region. Es kann gut sein, wenn wir uns ein besseres Licht rücken, als in den letzten Jahren leider medial geschehen. Jetzt haben Sie hier im Prinzip sich in Heilsbrücke das Ganze angeschaut. Was sagen Sie dazu? Wie haben Sie vielleicht auch den ganzen Tag bisher erlebt? Ja, ganz positiv, mit ganz tollen Einblicken, engagierte Menschen, die zu ihrer Heimat stehen. Und ich glaube ja, dass es eine so attraktive Region ist, wenn wir jetzt sehen, wie viele Investitionen gibt es in Sachsen, die auch Menschen von außen hierher bringen werden. Diese Regionen werden davon profitieren, weil sie einfach so kulturell reich sind, weil sie von Menschen bevölkert sind, die zupackend sind, die herzlich sind. Also ich bin sehr, sehr angetan. Es war ein toller Vormittag hier im Landkreis und in Heilsbrücke. Ich freue mich sehr. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen weiteren restlichen Tag. Sie erleben jetzt noch einiges und wir begleiten Sie natürlich dabei. Vielen Dank. Glück auf, der Steiger kommt und er hat sein helles Licht bei der Hand. Und er hat sein helles Licht bei der Hand schon angezündet. Der Ministerpräsident, das war ein ganz toller Besuch, weil er wollte sich schlau machen über das, was 2019 ja beschlossen wurde, dass die Montanregion Erzgebirge Kuschnohori hier zum Welterbe, zum UNESCO-Welterbe erklärt wird. Da wollte er sich einfach mal vor Ort ganz ungezwungen ein Bild darüber machen, was passiert mit den bergmännischen Anlagen, die Gegenstand dieses UNESCO-Welterbes sind, was passiert dort vor Ort, was sind dort für Menschen, was sind dort für Vereine aktiv, wie wird dort mit den Besuchern umgegangen, wie wird dort mit den Kindern umgegangen, wie entwickeln sich die Anlagen, was passiert mit Fördermitteln, kommen die an den entsprechenden Stellen an, wie werden die verwendet, gibt es was Positives zu berichten, seit man Welterbe ist, gibt es dort neue Tendenzen, werden die Anlagen eher wahrgenommen und all das haben wir ihm heute ganz objektiv erklärt und er war eigentlich begeistert von dem, was er hier gesehen hat und wir waren begeistert von ihm, wie er natürlich auch auf diese Anlage und auf die Beschäftigung zum Beispiel mit den Kindern, was wir hier präsentiert haben, reagiert hat.